Unsere guten Wünsche für das neue Börsenjahr 2017 scheinen schon irgendwie zu wirken, denn der MDAX und auch der SDAX kletterten so hoch wie niemals zuvor, notieren also auf einem Rekordhoch und auch der deutsche Aktienindex legte kräftig zu. Er stieg über die Marke von 11.600 Punkten und damit befindet er sich jetzt in einem Bereich, den er seit dem August 2015 nicht mehr gesehen hatte. Ja, irgendwie geht es also richtig gut los im neuen Jahr. Und da wundert man sich schon, denn eigentlich sind die Umsätze gar nicht so hoch, da uns viele Marktteilnehmer heute noch feiertagsbedingt fehlten. So zum Beispiel die aus Japan oder aus Großbritannien oder aus der Schweiz oder vor allen Dingen auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber mit dieser Aufwärtsbewegung scheint sich auch eine andere Erwartungshaltung zu bestätigen, die nämlich der befragten Mitglieder des Bundesverbandes der Börsenvereine an deutschen Hochschulen und deren Vereinen an den einzelnen Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Denn der BVH-Marktindikator zeigt für den Monat Januar einen Stand von plus 0,33 Punkten an. Immerhin 57,2% der Befragten rechnen mit steigenden Kursen im Monat Januar, mit steigenden Kursen des deutschen Aktienindex. Also für alle Bullen am Markt insgesamt heute fast nur gute Nachrichten. Jetzt wollen wir aber mal einen Ausblick wagen auf die wichtigsten Konjunkturdaten für Dienstag, den 3. Januar 2017. Da gibt es gleich in der Nacht Daten aus China, nämlich den Kaixing Einkaufsmanager-Index für die Industrie. Um 8 Uhr am Morgen kommen die ersten Zahlen für den Arbeitsmarkt in Deutschland, nämlich mit der Erwerbstätigenzahl im Monat Dezember. Und 9.55 Uhr gibt es dann die aktuelle Arbeitslosenquote, die ja zuletzt bei 5,7% lag. Um 14 Uhr am frühen Nachmittag gibt es die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland im Monat Dezember. Und das wird höchst spannend und interessant werden, denn Ökonomen sagen tatsächlich eine Inflationsrate von 1,4% voraus. Und das wäre doch ein kräftiger Schwung von den zuletzt angegebenen 0,8% Preissteigerungsrate. Also dieser Datensatz, der dürfte doch für große Aufmerksamkeit sorgen. Am Nachmittag um 16 Uhr gibt es dann den ISM Einkaufsmanager-Index für die Industrie in den Vereinigten Staaten von Amerika im Monat Dezember. Und ebenfalls um 16 Uhr noch Daten vom US-amerikanischen Immobilienmarkt. In diesem Fall dann die Bauausgaben im Monat November. Da rechnet man mit einem konstant weitergehenden Anstieg um 0,5% im Monatsvergleich. Also werden wir mal sehen, ob dann tatsächlich, wenn noch mehr Handelsteilnehmer dann an die Börsen zurückkehren, der Aufwärtstrend des ersten Handelstages dieses Jahres bestätigt werden kann. Wir sehen aber schon in diesen ersten Handelsstunden des Jahres 2017, dass es auf gar keinen Fall langweilig werden wird.